Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, heute unser Thema 76 Jahre nach Holocaust. Wir haben vergangene Woche sehr viel gehört. Charlotte Knobloch hat im Bundestag gesprochen, die Befreiung KZ Auschwitz und ja, die Situation in der Nachkriegszeit. Bis heute beschäftigt uns ja das Thema. Ich möchte mich über dieses Thema heute unterhalten mit Laila Mürzow. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo, freut mich sehr. Laila ist ja nun ein bekanntes Gesicht. Laila, 76 Jahre Holocaust, gehen wir ehrlich mit der Zeitgeschichte und der Gegenwart um? Also ich finde es auf jeden Fall wichtig zu erinnern und zu gedenken. Der Holocaust, der Nationalsozialismus sind leider ein trauriges Kapitel unserer deutschen Geschichte, keine Frage. Was mir aber sauer aufstößt, ist die heuchlerische Art und Weise, wie gerade unsere Bundesregierung damit umgeht, weil sie die Gedenkkultur als universales Instrument benutzt, eben die deutsche Identität komplett zu verzehren und auf diese 12 Jahre auch zu beschränken. Und das stört mich, weil auf der einen Seite gedenkt man den toten Juden, die vor 76 Jahren ermordet worden sind, und auf der anderen Seite lässt man die lebenden Juden im Stich. Ja, also unsere Bundesregierung holt Millionen von potenziellen Antisemiten aus islamischen Kulturkreisen ins Land. Und auf der anderen Seite wird der Staat Israel ständig kritisiert. In den UN-Resolutionen stimmt Deutschland regelmäßig gegen Israel und verurteilt Israel. Das passt nicht zusammen. Also mir kommt es so vor, als für die Bundesregierung quasi nur die toten Juden gute Juden sind, die Lebendigen eben ein lästiges Beiwerk. Wir haben ja jetzt erlebt, die Situation, wie du richtigerweise sagst, wie man damit umgeht. Und für mich ist es keine Frage, wer den Holocaust leugnet, das ist eine Straftat. Da sind wir uns einig. Aber ich finde, manches ist an Zynismus nicht zu übertreffen, nicht zu überbieten. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die Huldigung verschiedener arabischer Länder, was dort geschieht, und du hast richtigerweise gesagt, seit 2015 haben wir für mich einen importierten Antisemitismus. Laila, vielleicht schauen wir uns mal einen kurzen Filmbericht dazu an. Ein Mann mit seinem Sohn, der in Hamburg lebt, etwas Schlimmes erlebt hat. Seine Familie ist im Holocaust umgekommen. Und er hat richtigerweise seinen Sohn über die geschichtsträchtigen Ereignisse ständig informiert. Nur eines, denke ich, verzerrt ein bisschen das Bild. Lass es uns bitte mal gemeinsam anschauen. Erstmal wenig Besonderes an der Geschichte von Daniel Schäffer. Nur das ist gerade das Schlimme. Denn seine Geschichte steht für so viele Biografien von Jüdinnen und Juden in Europa. Schäffers Mutter Sarah und Vater Martin flohen vor den Gaskammern der Nazis. Zusammen mit seinen Eltern kam er in den 70er Jahren nach Hamburg. Alle meine Freunde gingen am Sonntag zu ihren Großeltern und ich fragte meine Eltern, wo sind meine Großeltern, wo sind meine Tanten, wo sind Onkel, sie sind alle umgebracht worden. 18 Familienmitglieder ermordet, eine Geschichte, die er auch an seinen Sohn Noah weitergibt. Was beide in jüngster Zeit spüren, in Deutschland ist die Stimmung gegen Juden wieder feindseliger geworden. Ich kenne, glaube ich, keine einzige Person, keine einzige jüdische Person persönlich, die noch nie antisemitisch angegriffen, beleidigt oder betroffen wurde. Ich bin da keine Ausnahme. Ich persönlich wurde jetzt schon in meiner Schullaufbahn mehrfach beleidigt oder es gab antisemitische Schmierereien. Und dann fühlt man sich natürlich auch verantwortlich für die Sicherheit der eigenen Kinder und auch für eine Zukunft, in der sie selbstverständlich und gleichberechtigt aufwachsen können. Ja, es ist bewegend und erschreckend, was wir jetzt gesehen haben. Die Situation, 18 Familienangehörige verloren, und das ist etwas, was tief bewegend ist, keine Frage. Laila, was mich stört, ist, dass die eine Seite der Medaille nur beleuchtet wird von dem jungen Mann, die antisemitischen Übergriffe, die er erlebt. Wie würdest du das kommentieren, der Sohn von dem Herrn, der letztlich jetzt für den Bau in Hamburg plädiert, dass das da erneuert wird. Aber wie gehst du damit um, dass der junge Mann das im Grunde genommen, ich würde gerne Ross und Reiter benannt haben. Ja, also grundsätzlich ist Antisemitismus ein Gift, das eben durch alle Gesellschaftsschichten geht. Ja, wir haben das in hohen Bildungsschichten, in niedrigen Bildungsschichten. Also das macht nirgendwo halt, leider. Ja? Und seit Anbeginn des Judentums gibt es leider Antisemitismus.
Aber was eben gerade in Deutschland verzerrt wird, ist, dass Antisemitismus oder Übergriffe auf Juden eben nicht nur aus rechtsextremer Seite kommen, sondern eben seit 2015 speziell eben aus einer konkreten Richtung und nämlich von Seiten der muslimischen Migranten, die hier sind. Ja? Wenn Sie Juden fragen, die würden hier nicht ohne weiteres in Berlin mit einer Kippa offen durch Berlin-Neukölln gehen. Und es hat seine Gründe, weil der Judenhass leider in der arabischen und islamischen Kultur tief verankert ist. Das hat eben mit der Staatsgründung Israels zu tun und geht eben zurück bis zu dem Propheten Mohammed, der eben eine sehr, ja, eine Vernichtungsstrategie gegen die Juden gefahren hat, nachdem sie ihn eben als ihren Messias abgelehnt haben. Und es ist leider ganz, ganz tief verwurzelt. Und unsere Politiker scheren sich nicht darum. Also die Statistiken, die gibt es, was jetzt antisemitische Übergriffe ausmacht, aber die sind nicht strukturiert. Sogar der Antisemitismus-Expertenrat der Bundesregierung hat es kritisiert, dass es eben falsch definiert wird zum Teil. Wir hatten in den letzten Jahren um die 90% der antisemitischen Übergriffe waren als rechtsextrem deklariert. Ja? Darunter fallen aber jeder Hakenkreuz, der gemalt wird. Und selbst wenn er durchgestrichen ist, fällt es unter rechtsextremer Straftat. Wenn auf dem Al-Quds-Marsch zum Beispiel skandiert wird, Juden raus, was eben von Islamisten skandiert wird, dann fällt es unter eine rechtsextreme Straftat. Das heißt, da muss man differenzieren, weil es eben extrem wichtig ist, auch bei der Aufklärung in den Schulen oder allgemeingesellschaftlich, ob ich jetzt bei Hitler anfangen muss oder eben zurückgehen muss bei Mohammed ansetzen muss, was die Judenfeindlichkeit angeht. Also da muss man wirklich ganz stark differenzieren und ich sehe das hier nicht gerade in Deutschland. Ja, und das ist sicher der Aspekt, ich stimme dir zu, das Thema Antisemitismus gibt es bei uns auch nur Menschen, die absolut unbelehrbar sind. Keine Frage. Das muss strafrechtlich verfolgt werden. Aber ich bin auch nicht derjenige, der sagt, wir ziehen uns das nun alles an, denn ich bin in Berlin groß geworden und ich habe sehr viele jüdische Freunde. Und wir müssen eines sagen, seit 2015 hat sich dieser Antisemitismus durch den Import hat sich verstärkt. Da führt kein Weg dran vorbei. Seriöse Medien haben darüber berichtet, aber richtigerweise sagst du, das wird von der Politik ignoriert. Und für mich ist das wirklich nicht begreiflich, wie man die Toten würdigt, die grausam ums Leben gekommen sind, aber die Lebenden nicht entsprechend schützt, beziehungsweise davor bewahrt, dass diese Übergriffe jetzt geschehen. Und ich erinnere an die Situation in Berlin-Neukölln. Du hast Kreuzberg-Neukölln angesprochen, wo der syrische Flüchtling mit einem Gürtel einen jüdischen Mitbürger schlägt. Das ging durch die Weltpresse und ging durch die bildgebende Zunft. Und dann im Endeffekt kommt er 4 Wochen in Untersuchungshaft. Der bekommt dafür auch noch eine Entschädigung für die 4 Wochen, weil die Untersuchungshaft nicht gerechtfertigt sind. Und das sind für mich Urteile, die sind kontraproduktiv und die fördern in den Ansichten diesen Antisemitismus. Was für mich auch nur eines ist, und das ist für mich erschreckend, gerade das Land Berlin, Leila. Du lebst in Berlin, ich kenne Berlin sehr gut. Ich möchte den Zuschauern jetzt mal zeigen, wie es 2019 war, als der sogenannte El-Quds-Tag mit dem El-Quds-Marsch in Berlin genehmigt war. Du warst, glaube ich, dabei. Jetzt lass es bitte unseren Zuschauern mal zeigen. Ich möchte mich im Nachhinein darüber unterhalten. Denn die bewegten Bilder zeigen auf, was in der Bundeshauptstadt passiert ist. Und wir reden über Antisemitismus. Lass es uns bitte mal gemeinsam anschauen und den Zuschauern zeigen. Und wir entlarven die Machenschaften der Zionisten, gleichzeitig alle anderen Kriegstreiber, allen voran die USA, aber auch die arabischen Marionettenregime. Wer weiß es nicht, dass der zionistische Staat auf Rassismus und Rassentrennung basiert, also ein Apartheidssystem ist und dass die Siedler bewaffnete Besatzergruppen darlegen. Palästinenser mit Millionen von Schiiten in Südlibanon nach Israel, inshallah. Wir zeigen dieser Welt, dass das wird ein Sieg gegen Israel.
dass euer letzter Tag, inshallah, wenn nicht besiegen, Gott besiegt euch. Wir glauben an ihn und er wollte euch es zeigen. Die Schiiten im Libanon haben mit Hilfe der Revolutionäre aus dem Iran Widerstandszellen aufgebaut, die sich später zusammenschlossen und den Namen Hisbollah wählten. Sie waren es, die Zionisten, die den Holocaust in erster Linie überhaupt erst möglich gemacht haben. Sie waren es, die für die Bedingungen gesorgt haben, die zu diesem Massenmord geführt haben. Es ist nicht zu begreifen, wie die Stadt Berlin Juden schützen möchte und gleichzeitig erlaubt, dass radikale Islamistinnen, Anhängerinnen der menschenverachtenden Diktatur Irans, inzwischen vereint mit Rechtsextremen, durch Berlin marschieren, zum Kampf gegen Israel aufrufen, offenen Judenhass propagieren und den einzigen jüdischen Staat vernichten wollen. Im März dieses Jahres hat Großbritannien nun auch nach den Niederlanden die Hisbollah in ihrer Gesamtheit als Terrororganisation eingestuft. In Deutschland und auch noch in anderen Ländern der Europäischen Union ist bislang nur der militärische Flügel der Hisbollah verboten. Die Aufteilung der Hisbollah in einen militärischen und einen politischen Flügel entspricht jedoch nicht mal ihrem Selbstbild. Deutschland sollte deshalb seine Haltung zur Einstufung der Hisbollah als Terrororganisation in ihrer Gesamtheit erwägen. Eine solche... Liebe Zuschauer, jetzt haben wir gesehen, was sich unter Billigung des Berliner Senats in Berlin 2019 zugetragen hat. Für mich erschütternd, wenn man nicht nur das Existenzrecht Israels abspricht, sondern auch offen die Vernichtung Israels fordert und wünscht. Und das sind Dinge, Leila, du warst dabei. Wie ist es dir da gegangen, gefühlsmäßig? Das ist ja ein unglaublicher, weißt du, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wir reden von Antisemitismus und in der Bundeshauptstadt werden solche Demonstrationen erlaubt. Ja, also ich muss sagen, es war wirklich beängstigend. Es war sehr bedrückend und beklemmend, sich da unter die Massen zu mischen. Es werden da ganz offen Hassparolen gegen das Judentum, gegen Israel skandiert, ganz offen zur Vernichtung des Staates Israel aufgerufen und es wird geduldet. Ich meine, wir leben natürlich in einem demokratischen Rechtsstaat, wo Meinungsfreiheit das eine der höchsten Güter ist. Es soll jeder das Recht haben, für seine Meinung zu demonstrieren. Aber es gibt Sachen, Dreck, Müll, der einfach auf deutschen Straßen nicht zu suchen hat. Und man hat für unliebsame politische Gegner, zum Beispiel für die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen, Vorwände gefunden, die zu verhindern oder einzuschränken. Und es gelingt der Stadt Berlin nicht, diese Antisemiten, diese Verbrecher, möchte ich sagen, eben von der Straße fernzuhalten. Und gleichzeitig haben wir einen Außenminister Maas, der jetzt euphorisch jubelt, mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden eben die iranischen Atomabkommen wieder aufnehmen zu können, was nichts anderes als Ziel hat, als den Bau einer Atombombe, um eben Israel von der Landkarte wegzubomben. Ja, das ist deutsche Außenpolitik. Und das versteht unser Außenminister Maas mit der Staatsräson Deutschlands gegenüber Israel. Also das ist einfach unverständlich. Ich darf die Zuschauer, ich habe eine Unterlassungssünde, diejenigen, die Leila Mürzow noch nicht kennen. Leila Mürzow hat bei uns verschiedene Interviews gegeben, hat auch ein Buch geschrieben, darüber werden wir gleich noch reden. Leila ist in Damaskus geboren, in Syrien, und hat ihre Kindheit in den Golan, es hat ihre Kindheit auf den Golanhöhen verbracht. Ich hoffe, ich habe nichts Verkehrtes gesagt, aber das ist das, Leila, was wir in der persönlichen Biografie kennen und wissen von dir. Ja, also danke, dass du es erwähnst. Es spielt auch insofern eine Rolle, weil ich als Muslimin quasi groß geworden bin, in der Schule Koranunterricht hatte und in Syrien aufgewachsen bin, wo eben Israel als Staatsfeind Nummer eins direkt alltäglich war und wir in dieser militärischen Pufferzone direkt neben Israel lebten.
Und ich als Kind die volle anti-israelische Propaganda erlebt habe und wir zum Schulausflug eben mit den Bussen zur Grenze gekarrt worden sind, auf dem Dach eines Ausflugslokals stehen mussten und nach Israel rüberspucken mussten. Ja? Diese Politik wird in diesen Ländern betrieben und so wachsen diese Menschen auf. Und es war für mich ein Riesenakt, das zu überwinden. Und es hat viel Gesprächsstoff, Aufklärungsarbeit gebraucht, um diese Angst, die ich hatte vor Israel, eben abzulegen. Man lernt dort als Kind, dass ein Israeli kein Mensch ist. Er ist ein Soldat, eine Kampfmaschine, die Kinder umbringt. Und so wachsen diese Menschen dort auf. Und dieses Weltbild bringen sie leider auch mit nach Deutschland. Und das spiegelt sich wieder dann in den antisemitischen Straftaten, die verübt werden, vermehrt seit 2015. Und am Elkutztag, wo diese Feindlichkeit offen zum Ausdruck gebracht wird. Und ich muss noch mal sagen, wie kann es möglich sein, dass in der Bundeshauptstadt in Berlin, in jeder Stadt in Deutschland dürfte es nicht sein, aber in dieser Stadt ist es möglich, diese Demonstration vollziehen zu können. Leila, jetzt haben wir einen Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, der auch noch es fertiggebracht hat, zum 40-jährigen Bestehen des Mullah-Systems seine Glückwünsche auszusprechen. Und das ist für mich, das schlägt denn fast den Boden aus. Das heißt also, wo ich wirklich jüdische Freunde habe, wo wir in Israel freundlich sind und wo ich einfach sage, ich lasse es nicht zu, diese Sippenhaftung, dass man einfach sagt, Deutschland und es ist wieder am Anwachsen. Ich sage nochmal, wer den Holocaust leugnet, muss bestraft werden. Wer antisemitische Handlungen begeht, muss bestraft werden. Aber ich muss vor lauter politischer Korrektheit, muss ich auch sagen, wer macht denn weit über 80% dieser Straftaten? Das ist wirklich importiert. Und wenn ein Bundespräsident dem Mullah-System gratuliert, Leila, dann verliere ich wirklich den Glauben an Ehr und Anstand in der Politik. Den habe ich schon lange verloren. Aber wie gehst du damit um? Was sagst du, wenn der Bundespräsident diesen Leuten auch noch gratuliert? Ja, ich kann einfach nur sagen, das ist unanständig, einfach unanständig. Man gedenkt den toten Juden, die vor 76 Jahren ermordet worden sind und die Lebenden lässt man eben im Stich. Und ja, das zeigt sich eben in solchen Gesten, eben einem Unrechtsregime zu gratulieren, mit dem Geschäfte zu machen, zu verharmlosen. Unsere Politik, Bundesregierung fährt eine Politik des Appeasement, der Verharmlosung und diese Medusa kriegt immer mehr Köpfe und da wird man hier kaum mehr her. Und gleichzeitig werden hochanständige Menschen als Nazis beschimpft, die sich dafür, genau dafür einsetzen, eben, dass sich Juden hier in Deutschland gleichberechtigt wie andere Deutsche bewegen können, dass sie sicher leben können. Ja? Wir haben, also unsere jüdischen Mitbürger sind ja nicht irgendwie eine Minderheit, die hier als Fremdkörper in Deutschland zu Hause ist. Ja? Es gibt seit der Existenz des Judentums eine weltweite Besiedlung eben nach der Vertreibung der Stämme. Ja? Also deutsche oder abendländische Kultur ist jüdisch-christlich geprägt. Das gehört, ist ein fester Bestandteil Deutschlands. Und Menschen wie du und ich oder andere, die eben die Migration aus muslimischen Ländern, den Islamismus, den Erstarken dieser Kräfte eben kritisieren, werden dann als Nazis bezeichnet oder als Verschwörungstheoretiker. Ja, also das ist komplett krank und diese Diffamierungskampagne schadet doch uns allen. Aber was mich besonders erschreckt hat, war gestern bei einem Interview gesagt worden ist, dass eben dass man mit Antisemitismus Stimmen gewinnen könne. Ja? Und das war natürlich explizit an die AfD gerichtet. Die größten Antisemiten im Bundestag sind bitte die Linken, ja? Vertreter der SPD und der Linke, die hier Boykottmaßnahmen gegen Israel unterstützen. Eben Gratulation an das Mullah-Regime, an den Erzfeind Israels, der Israel vernichten will, hier äußern. Und da hieß es eben weiter in diesem Interview eben von den Schulen bis zu den Corona-Demonstrationen. Also diese Brücke zu schlagen, ist absolut unverständlich und unverschämt.
dass man Menschen, die für Freiheit, für unsere Grundwerte, für unsere Freiheiten eben auf die Straße gehen und ihre Reputation auch mittlerweile riskieren, als Antisemiten bezeichnet werden. Es mag sein, dass hier und da ein ewig gestriger, unanständiger Mensch dabei ist, ja, aber dadurch kann man nicht eine gesamte Gruppierung diffamieren. Und das ist gefährlich und das macht mir Sorge, was sich gerade abspielt in unserer Gesellschaft. Was mir auch mit Sorge bereitet, dass die jüdischen Gemeinden oder dass der Herr Schuster nicht mal deutlich interveniert und sagt, okay, es gibt in Deutschland die Problematik, aber wir nennen das Kind beim Namen, es sind sehr viele muslimische Migranten, die nach Deutschland gekommen sind und die diese Judenfeindlichkeit bis zum Hass verbreiten. Für mich sagen es zu wenig jüdische Mitbürger, die sagen, Moment, wir müssen das Kind beim Namen nennen. Wir wollen nichts verniedlichen innerhalb von Deutschland, was passiert. Aber warum nennen so wenige das Kind beim Namen? Und ich will noch mal darauf zurückkommen, Charlotte Knobloch, dass die verallgemeinert, dass die im Grunde genommen die AfD als die Schuldigen erklärt. Es gibt bei der AfD Betonköpfe. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Und ich würde der AfD wünschen, dass sie sich von diesen Leuten ein für alle Mal trennt. Dass das Thema erledigt ist. Es wird ein schwieriges Unterfangen, das will ich zugeben. Aber wie du richtigerweise sagst, die Linken und die SPD, ich sage, warum nennt sie die nicht beim Namen? Ist es nicht opportun, das zu tun? Oder provozieren gefragt, Leila, besteht dann die Sorge, dass die Geldflüsse eingestellt werden? Ich muss es so fragen, weil mich ärgert es, wo ich mir manchmal von jüdischen Freunden sagen würde, jetzt nenn doch das Kind beim Namen. Sag doch, wo wirklich das Übelswurzel ist, ne? Ich denke, das ist ganz banaler. Das ist mit Geldfluss gar nicht so viel zu tun. Also wenn man sich zum Beispiel die Monatszeitung Die Jüdische Rundschau anschaut, ja, unter dem Herausgeber von Dr. Corinne Secher, die ist sehr kritisch, die nennt eben das Kind beim Namen, dass eben die antisemitischen Übergriffe wirklich direkt auch mit der Migration aus den islamischen Ländern zu tun haben. Das gibt es. Aber in den die Vertreter der israelitischen Kultusgemeinde, ja, das sind halt eher links eingestellte Juden, die gibt es dort auch. Es gibt unter den Juden ja genauso Menschen, die eben den Staat Israel kritisieren und seinen Umgang mit den Arabern dort oder mit der Politik kritisieren. Die gibt es eben auch. Also die jüdische Gemeinschaft ist ja auch noch nicht homogen. Und wie es bei uns eben auch ist in der Öffentlichkeit, wird der Linke mehr Gehör gegeben als den konservativen oder vernünftigen Stimmen. Und bei den Juden ist es eben genauso. Ich stimme dir zu, die Jüdische Rundschau, das ist ein Aspekt davon. Ich würde mir aber eine ausgewogene Berichterstattung wünschen, weil die Jüdische Rundschau deckt ja nur ein bestimmtes Klientel ab. Und hier würde ich mir eine ausgewogene Berichterstattung wünschen, aber Leila, die lässt ja auch bei uns zu wünschen übrig. Das heißt also, wenn du sagst, du bist liberal, konservativ und pro-Israel, das ist ja dieses perfide, dass dann gesagt wird, du bist Antisemit. Also das ist so unglaublich, was sich da vollzieht. Und viele haben sich das im Kontext so eingeschlichen, dass es im Grunde genommen geht mal als Schlagwort raus. Und schon meine die, du bist in einer Verteidigungsposition. Und das sollten wir uns abgewöhnen. Leila, welchen Rat hast du an die Politik und an jüdische Gemeinden? Okay, also an die Politik habe ich den Rat, dass man wirklich offen mit diesem Problem umgeht, nichts beschönigt, nichts kaschiert, weil sonst schwelt diese Wunde weiter. Und es bringt uns alle eben nicht voran. Das Kind muss beim Namen genannt werden, woher diese Antisemitismuswelle kommt, möchte ich das schon fast nennen. Was auch ein Punkt ist, ist diese ewige Schuldkult, der betrieben wird. Ja? Wie gesagt, unsere Generation oder alle, die eben nach dem Krieg geboren sind, haben ja keine Schuld an dem, was passiert ist. Aber ich denke, dass wir eben die Verantwortung dafür tragen, dass sich sowas oder sowas Ähnliches eben nicht wiederholt, ganz klar. Aber Menschen eine Identität zu verbieten, ist ganz, ganz, ganz was Gefährliches. Und
es läuft eigentlich immer wieder auf dasselbe heraus. Ja? Also unsere Politiker gedenken nur den Toten und dem schlimmsten Verbrechen Deutschlands, sehen aber nicht die Zeit danach, ja? Dass es auch Deutsche waren, die es geschafft haben, sich von diesen Fesseln zu befreien, natürlich auch mit Hilfe der Alliierten. Ja? Aber das ist, es ist Deutschland war, die den Juden wieder eine neue Heimat geboten hat. Ja, das muss man ja auch sehen. Was jetzt eben passiert ist, ist eine neue Auswanderungswelle von jüdischen Mitbürgern, die eben Deutschland verlassen, weil sie sich ihres Lebens nicht mehr sicher sein können. Und man muss wirklich sagen, was Adolf Eichmann nicht geschafft hat, nämlich Europa judenfrei zu machen, das schafft jetzt die verfehlte Migrationspolitik. Ja? Und das ist eben ganz traurig. Und mein Appell an die jüdische Gemeinschaft, also ich will es mir nichts anmaßen natürlich, aber ist wirklich auf der einen Seite Vertrauen zu haben in Deutschland als Heimat und auf der anderen Seite wirklich an die Öffentlichkeit gehen, wenn man Antisemitismus erlebt, ja, und eben die Täter benennen und nicht aus falscher Scham hier Sachen zu vertuschen, wirklich an die Öffentlichkeit gehen. Ich pflichte dir bei und ich muss sagen, Person Weber ist israelfreundlich, keine Frage. Und ich mache wirklich das Angebot, ich mache kein Impfangebot, sondern ich mache ein tatsächliches Angebot, dass ich sage, wenn Sie etwas erlebt haben, lassen Sie uns darüber sprechen, schreiben Sie mich persönlich an unter kontakt@hallo-meinung.de. Wir blenden das ein, wir sprechen mit Ihnen. Ich muss zum Schluss des Gesprächs nochmal mit anführen, wir sprechen immer über das Thema Menschenrechte, Menschenwürde und so weiter. Das hört aber beim Geld und bei den Handelsbeziehungen auf. Wir pflegen hervorragende Handelsbeziehungen zum Iran. Wir pflegen Handelsbeziehungen zu Saudi-Arabien. China nimmt es mit den Menschenrechten nicht so ernst. Pflegen wir exzellente Handelsbeziehungen. Das meine ich also, wenn es ums Geld geht, dann ist es opportun, die Menschenrechte zu vergessen. Wenn es darum geht, die Vergangenheit zu bewältigen, dann wird Generationen das mit auferlegt. Ich muss noch mal sagen, ich habe das in Erinnerung und sowas darf nie wieder passieren, aber ich bin 1953 geboren, 8 Jahre nach dem Krieg. Ich trage keine Verantwortung dafür. Das muss ich aus meiner Sicht deutlich sagen. Gleichwohl kämpfe ich dafür, dass so etwas nie wieder passiert. Und da muss ich die Differenzierung treffen. Da ich sage, Moment, hört bitte auf mit diesen ständigen Schuldzuweisungen. Denn derjenige, der ohne Schuld ist, den Spruch kennen wir. Aber es ist wirklich so, bitte hört damit auf, lasst uns ehrlich damit umgehen. Und ich muss eines sagen, wo ich in Berlin war und ein Leben lang, ich habe in Saudi-Arabien gearbeitet, jüdische Menschen sind mir immer willkommen, jüdische Freunde habe ich und da gibt es eine Menge davon. Und die sollen sich in Deutschland und Europa wohlfühlen. Dann müssen wir aber ehrlich mit der Situation umgehen. Und dann wissen wir auch, wo die Problembewältigung ist und wo wir ansetzen müssen, und zwar mit aller Härte. Auf jeden Fall. Und ich denke, eine schöne Gedenkkultur wäre auch zu zeigen, was aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs und der Verbrechen der Nationalsozialisten erwachsen ist, nämlich ein jüdischer Staat, ja, ein erfolgreicher jüdischer Staat, leider eingebettet inmitten von Feinden, aber die Gesellschaft dort, die offen, frei, modern, trotzdem traditionsbewusst ist, also jeder, der in Israel war, schwärmt davon, ich habe es leider noch nicht geschafft. Aber dahin zu blicken, auch die arabische Bevölkerung, die in den Grenzen Israels lebt, ja, wie die davon profitiert von diesem modernen Geist, ja, die möchten gar nicht mehr in arabische Länder zurück, weil sie wissen, was sie daran haben, ihre Bildungsmöglichkeiten, das Gesundheitssystem, das Gut der Meinungsfreiheit. Also ich denke, wenn man hier Positivbeispiele bringen würde, was eigentlich aus diesen Verbrechen geworden ist, nämlich ein moderner, weltoffener Staat, Das würde, glaube ich, auch sehr viel helfen, auch gegen ewig Gestrige, egal von welchen Seiten. Die sollten mal in sich gehen und darüber nachdenken, ob es eigentlich nur darum geht, ein Feindbild zu haben und zu hassen, weil ich denke, darum geht's. Ich erweitere mein Angebot auch auf muslimische Mitbürger in Deutschland, die einfach sagen, wir haben ein gutes Auskommen. Sprecht uns an, wir veröffentlichen das gerne, die positiven Dinge, aber auch die negativen Dinge, wenn man sagt, ich fühle Repressalien, derjenige, der in der Schule gemobbt wird,
derjenige, der in seinem Bezirk gemobbt wird, schreibt unter kontakt@hallo-meinung.de. Wir sind für euch da. Wir besprechen das und auch im Bedarfsfall sehr vertraulich und diskret. Laila, schön, dass du die Zeit genommen hast und dass wir so offen drüber gesprochen haben. Aber es tut gut, denn mich bedrückt es, in eine Situation in Gänze hineingezogen zu werden, wo ich sage, so ist es doch nicht. Bitte schaut euch mal die andere Seite der Medaille an. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke für die Einladung.